aber doch Hände kaputt machen. So, Äpfel auch ganz wichtig in meiner Vorbereitung. Kann kampfentscheidend sein und die Erfahrung habe ich leider auch schon gemacht. Deswegen habe ich mir angewöhnt, sehr früh mit dem Gewicht anzufangen. Das ist so ein kleiner Tipp am Rande. Willkommen zu einem neuen Video heute aus Köln. Ich zeige euch, was ich so in der Woche einkaufe, was ich alles in der Vorbereitung brauche für die Ernährung, für das, was ich selber koche. Ich koche sehr gerne, darüber habe ich schon mal gesprochen. Wir sind in einem Geschäft hier in einem Stadtteil in Köln, wo ich sehr, sehr gerne bin und fast so, sage ich mal, einmal die Woche mindestens hier bin. Großeinkauf mache für die Woche, dass es immer frisch ist. Und ja, ich gönne mir erstmal einen Kaffee. Schwarz, ohne Zucker natürlich, ohne Süßstoff und dann kaufen wir ein und zeige ich euch mal, was ich alles so für die Woche brauche. So, geht los bei der Obstabteilung und ich zeige euch mal, was ich alles so an Obst und Gemüse kaufe für eine Woche. Meine Grapefruit. Vor jedem Training eine Orange, ein grüner Tee und dann Vollgas. Avocado, zwei Stück. Avocado esse ich auch sehr gerne, vor allem in der Vorbereitung zu den Mahlzeiten. Immer gesunde Fette, kann ich euch nur empfehlen. Die dürfen natürlich nicht zu hart sein, dann schmecken die mehr nach Stein als nach Avocado. So, Paprika. Esse ich auch fast jeden Tag in der Vorbereitung. So, dann haben wir Gurke. So, Äpfel auch ganz wichtig in meiner Vorbereitung. Hatte ich in dem Vlog erzählt, wo ich über die Ernährung erzählt habe, dass ich vorm Schlafen gehen immer einen Apfel esse. Mit Schokolade, mit Mandelbutter oder mit Erdnussbutter. So. Die Tomaten nehmen wir. So, Zwiebeln haben wir schon zu Hause. Brauchen wir Pilze. Für die Pilze muss ich leider eine Tüte nehmen. Pilze absolut kalorienarm, so gut wie gar keine Kalorien. So, ich versuche beim Einkauf immer auf so wenig wie möglich Papiertüten zurückzugreifen. Wie ihr merkt, auch noch eine kleine Sache. Das ganze Obst, was ich zum Teil nehme, besteht zum größten Teil aus Wasser. Das könnt ihr immer sehr, sehr gut, sehr, sehr viel essen in eurer Diätphase und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, nicht zu spät anzufangen mit dem Gewicht und auf Teufel komm raus dann runter zu hungern, weil es kostet einfach viel zu viel Kraft und nimmt euch zu viel Substanz und die Energie fehlt euch. Selbst bei so einem Kampf, wenn es mal knapp wird, wenn euch dann hinten raus 10% fehlt, kann kampfentscheidend sein und die Erfahrung habe ich leider auch schon gemacht. Deswegen habe ich mir angewöhnt, sehr früh mit dem Gewicht anzufangen, immer bei 100% zu sein und bestens vorbereitet zu sein. Das ist so ein kleiner Tipp am Rande. So, von hier haben wir alle, ihr seht hier, das habe ich euch gezeigt in dem Ernährungsblock. Die Mandeltonka, davon habe ich noch genug von zu Hause. Morgens zu der Bowl, die ich esse. Aber was ich auch gerne esse, jetzt muss ich mal gucken, ob sie das hier haben. Ah, hier. Die habe ich auch zu Hause. So, die reicht für eine ganze Vorbereitung locker. Die schmeckt auch sehr, sehr gut. Auch in die Bowl rein morgens oder abends vom Schlaf gehen. Geht nochmal auf meinen Blog zu der Ernährung. Scheiße, ja, müssen bezahlen. Sollen wir noch eine kaputt machen? So, die esse ich in der Vorbereitung auch sehr, sehr gerne. Entweder die Mandeltonka oder die Erdnussbutter schmecken beide sehr, sehr gut. Könnt ihr auch jeden Tag morgens in die Bowl oder abends zum Schlafen gehen. Jetzt brauche ich noch Haferflocken. Nehmen wir die hier. Weiter geht's. So, Öle, hier sind verschiedene Öle. Ich benutze immer Traubenkernöl, ich benutze Olivenöl. Aber das haben wir alles zu Hause, das reicht doch immer für die ganze Vorbereitung. Das ist ein veganer Skyr, High Protein. Die esse ich abends auch gerne mal mit Blaubeeren oder mit Schattenmorelen, mit Kirschen. Schmeckt auch sehr, sehr gut. Ganz, ganz wenig Kalorien, macht den Bauch voll. Ist keine Mahlzeit jetzt, keine Mahlzeit, die man immer machen kann. Aber manchmal, um ganz ehrlich zu sein, so eine, nach einem anstrengenden Training einfach so was Schnelleres, Flockiges. Schmeckt sehr, sehr gut und wie gesagt, voll mit Protein. Könnt auch gerne ein bisschen Leinöl da reinmachen, ein bisschen ein paar Blaubeeren, sagen wir mal so eine halbe Tasse voll Erdbeeren, sowas kommt immer sehr, sehr gut. Ich bin gerade auf der Suche nach Kokoswasser, aber die kleinen brauche ich. Ich empfehle das nach dem Training abends, nach der Einheit, mit einem Whey-Solat, also mit Kokoswasser zusammen, eine Handvoll Erdbeeren, könnt ihr auch gerne, ich habe so einen Mixer, das mixen und das als Shake trinken. Ist erstmal erfrischend und das Whey-Isolat einfach wichtig, dass man in der Gewichtsreduktionsphase nicht so viel Muskelmasse lässt und auch viele wichtige Mikronährstoffe sind da drin. Deswegen kann ich das nur jedem empfehlen, aber es ist wirklich auch nochmal ein ganz, ganz anderer Geschmack und es tut einfach gut und Kokoswasser hat viele andere noch Vorteile. Zu meiner Bowl morgens, ich nehme sehr gerne Mandelmilch, auch Hafermilch.
Die nehme ich ohne Zucker natürlich, nehme ich die und ich erwärme die auch leicht, weil am Morgen, mir persönlich tut es einfach gut, direkt morgen was Warmes im Bauch zu haben. Und ich trinke sehr, sehr gerne Mandelmilch zu meiner Bowl dazu. So, vorab, Fleisch kaufe ich hier keins. In der Vorbereitung ist es so, dass ich sehr wenig Fleisch esse, sehr, sehr hochwertig, mit sehr viel Qualität. Hier ist Fleisch mit sehr viel Qualität, hochwertig ist gar keine Frage, aber ich esse nur Halal-Fleisch. Es gibt das unbezahlte Werbung, Josefs Biofleisch, das ist Halal. Die lassen mir das Fleisch dann immer zukommen, gefroren und wie gesagt, ganz selten. Ich esse so ungefähr maximal zweimal in der Woche, einmal ein Filetsteak. Hähnchenbrust esse ich mal, Fleisch, sonst esse ich sehr, sehr gerne Lachs in der Vorbereitung und Fisch allgemein. Ich bin sehr, sehr großer Freund von Fisch in der Vorbereitung. Ich weiß nicht warum, aber mir schmeckt das einfach viel besser. Und beim Lachs ist nochmal der Vorteil, gesunde Fette und ein ganz anderer Geschmack und eine scharfe Soße dazu, das kommt sehr, sehr gut. So, hier, das ist der Lachs, den ich immer nehme. Mir persönlich schmeckt der am besten, ich esse ihn sehr, sehr gerne. Erdbeeren gibt es leider momentan nicht frische. Müssen wir gefrorene nehmen. Ich suche gerade Spargel, weil ich auch relativ viel Spargel in der Vorbereitung esse. Frische Spargel gibt es leider momentan nicht, deswegen muss ich aus denen aus der Dose zurückgreifen. So, Spargel. Auch wie gesagt in der Vorbereitung sehr viel und sehr gerne. Und mir schmeckt der Spargel auch ehrlicherweise sehr, sehr gut. Und zu vielen Gerichten kann man den eigentlich machen, den kann man jederzeit mit einbauen. Ich nehme direkt mal zwei mit. Trauben, auch in der Vorbereitung sehr gerne jeden Tag zur Mittagsmahlzeit. Frische Himbeeren, Heidelbeeren haben sie leider nicht, da muss ich auf Gefrorene zurückgreifen. Einmal Heidelbeeren, einmal Himbeeren, das jeden Tag für meine Bowl. So, jetzt gibt es natürlich noch Pudding, Schokopudding in der Vorbereitung darf nicht fehlen. Also Schokopudding darf in der Vorbereitung nicht fehlen, nein, Quatsch, für meine Kinder, die lieben diesen Schokopudding und nach der Vorbereitung gönne ich mir den auch, aber ich mag Vanille auch sehr. Sehr, sehr gerne. Was ich auch sehr, sehr gerne esse und empfehlen kann in der Vorbereitung, Kabeljau. Hat so gut wie gar keine Kalorien und macht richtig satt. Ich auch sehr gerne in der Vorbereitung. So, das war's erstmal hier. Jetzt gehen wir weiter. So, und jetzt kommen wir zu der Schokolade, die ich auch essen darf in der Vorbereitung. Und zwar, das ist diese hier. Kann ich auch empfehlen. Mir persönlich schmeckt sie sehr, sehr gut. In dem Blog hatte ich es, in dem Ernährungsblog hatte ich es erzählt. Vor dem Schlafengehen ein Apfel, 15 Gramm ungefähr, das ist so eine Reihe an Schokolade. Und zwei Teelöffel Mandelbutter, Erdnussbutter, welche ihr auch mögt. Und dann schlafen gehen. Das ist so der krönende Abschluss jedes einzelnen Trainingstages. So, ein Weizenvollkorntoast. Das ist auch bei mir. Bei meinem Eiergericht mit viel Gemüse kommt immer ein Stück Toast dazu. Reis brauchen wir noch. Reis. So, bei mir ist natürlich schon eine Vorbereitung Reis. Ich nehme Basmati-Reis. Den esse ich sehr, sehr gerne. Kohlenhydrate entzieht aber auch nochmal Wasser und macht auch ziemlich satt. So, Nudeln dürfen natürlich auch nicht fehlen von Vorbereitung. Esse ich auch sehr gerne. Ich mag gerne Penne, Vollkornprodukt. Sehr viele Kohlenhydrate, aber ich mag nicht zu große Portionen. Ich mache da relativ viel Gemüse immer rein. Kleinere Portion Nudeln, weil ich finde, die liegen da noch immer schwer im Magen und dauert sicherlich so 3 bis 4 Stunden, bis die verarbeitet worden vom Körper und umgewandelt worden. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ein kleiner Einblick, was ich so einkaufe für circa eine Woche. Das reicht jetzt ungefähr 5-6 Tage. Ich habe natürlich schon vorher einiges eingekauft, was ich auch hauptsächlich brauche in der Vorbereitung. Ich koche sehr gerne, das hat schon ein paar Mal erwähnt in den Vlogs davor und mir macht es auch persönlich selber immer viel Spaß. Man wird auch mal abgelenkt vom Trainingsalltag, der auch zum Teil sehr, sehr anstrengend ist. Mal ein anderer Einblick auch außerhalb des Ringes, außerhalb der Halle. Und wir werden euch bis zum Kampf natürlich noch mit weiteren netten Dingen innerhalb und außerhalb des Ringes versorgen. Es sind noch knapp 7 Wochen bis zum Kampf. Ich fühle mich sehr, sehr gut. Gewicht geht runter und ich freue mich sehr auf den 18.02. in der Porsche Arena. Ticketing werden wir auch nochmal einblenden, weil viele, viele Leute fragen, wo sie Tickets bekommen. Auch auf meinen anderen Social Media Kanälen wie Instagram bekommt ihr auch Infos und Updates zum Kampf und bis zum nächsten Mal.